Hallo, liebe Geschwister, ich bin's wieder und mit einem neuen Blick ins Matthäusevangelium. Wir werden heute vom 14. Kapitel die letzten zwei Verse uns anschauen und dann ins 15. Kapitel hineinspringen. Und da lese ich die Verse 1 bis 9. Wir haben es am Anfang mit einer sogenannten Zwischengeschichte, mit einem Sammelübergang von Heilungen, die ganz allgemein gehalten sind. In den Versen 34 bis 36 in Matthäus 14. Jesus und die Jünger setzten die Überfahrt fort und legten in Genesaret an. Und die Leute aus dem Ort erkannten Jesus. Sie schickten Boten in die ganze Gegend und die Leute brachten alle Kranken zu ihm. Sie flehten ihn an, lass uns nur die Quasten deines Mantels berühren. Und wer immer sie berührte, wurde gesund. Damals kamen aus Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus, die fragten, warum halten deine Jünger die Vorschriften der Vorfahren nicht ein? Denn sie waschen sich nicht ihre Hände, bevor sie Brot essen. Aber Jesus antwortete ihnen, und warum haltet ihr Gottes Gebote nicht ein, sondern folgt euren eigenen Vorschriften? Denn Gott hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu Vater oder Mutter sagt, die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen, dann braucht er damit seine Eltern nicht mehr zu ehren. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft, um eurer eigenen Vorschriften zu folgen. Ihr Heuchler, was der Prophet Jesaja über euch gesagt hat, das stimmt genau. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos. Denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Um die Geschichte abzuschließen, nun das Ende einfach von Kapitel 14. Die Jünger überqueren nun den See mit Jesus und kommen an Land in Genesaret, einem kleinen Küstenort. Und er wird sofort als der Jesus, der Heiler, erkannt und die Menschen, die strömen zu ihm mit all ihren Gebrechen und noch mehr, sie schicken Boten in die Nachbarschaft und sagten, kommt, Jesus ist da und Jesus heilt. Interessanterweise an der Stelle ist das ziemlich unspektakulär und auch nicht an Mengen festgehalten, wie viele dann am Ende geheilt waren, aber ein Detail, sie bitten darum, nur die Quasten seines Gewandes berühren zu dürfen. Und es heißt, wer sie berührte, wurde gesund. Dieses kleine Detail, im Prinzip die Quasten an der Kleidung letztlich, die erinnern sollen an die Gebote, an die Vorschriften, die zu halten sind. Jesus also da auch dargestellt, dass er nicht etwa mit dem gesamten jüdischen Kontext bricht, sondern sich sehr wohl an die jüdischen Gebote weitestgehend hält. Das wird im nächsten gleich noch spannender, dieses kleine Detail, was sozusagen uns nun das 15. Kapitel eröffnet. Und wenn da die Schriftgelehrten und Pharisäer auftreten, dann müsste man es eigentlich genauer übersetzen, die pharisäerischen Schriftgelehrten, die pharisäischen, so rum, die pharisäischen Schriftgelehrten, also diese Bewegung, die aus Jerusalem extra kommt in dieser Zeit, um letztlich, ja, wie eine Art Delegation, sich ein Bild von Jesus zu machen, oder sagen wir es anders, wenn wir an vorher anknüpfen, hieße es, sie suchen Munition, um ihn zu erledigen. Das wäre nun bösartig gesagt, aber wahrscheinlich läuft es genau darauf hinaus, denn sie sammeln nun Anschuldigungen, um Jesus vor schließlich den Prozess machen zu können.
Und da sehr deutlich auch der Vorwurf sofort: Sag mal, Meister, warum halten deine Jünger sich nicht an die Gebote? Denn sie waschen sich nicht die Hände vor dem Brotessen. Sie beachten also sozusagen die Reinheitsbestimmungen nicht, das Händewaschen und das Unterarmwaschen, eine Vorschrift allerdings, die interessanterweise erst wenige Jahrzehnte vor Jesus erst geschrieben wird, beziehungsweise sich durchsetzt aus der großen pharisäischen Schule des Hillel und Schmuel, die sehr bekannt sind. Die haben dieses Gebot des Händereinigens eingeführt. Und es ist ein Gebot, interessanterweise, das wir nicht im Alten Testament finden. Da finden wir alle möglichen Reinheitsvorschriften, aber interessanterweise dieses nicht. Und da wird eines deutlich, dass Jesus in seinem Rückgriff sich bewusst aufs Alte Testament bezieht. In der Zwischenzeit aber kommt es zu einer Entwicklung, dass nämlich solche sogenannte pharisäische Schulen beginnen, diese Gebote noch weiter auszulegen, diese Gebote der die alttestamentlichen noch weiter zu spinnen, dass es zu einer Art mündlichen Überlieferung kommt und diese letztlich beginnt gesetzlichen Charakter zu bekommen. Also Auslegungen werden festgeschrieben und führen schließlich zu Gesetzen. Und diese Art von Gesetz lehnt Jesus rigoros ab. Und er macht es an einem Beispiel deutlich. Ein Beispiel, was er ihnen entgegenhält und sagt, und damit ist er ganz in der jüdischen Tradition, dass er Frage mit Gegenfrage beantwortet. Wieso haltet ihr nicht die Gesetze? Und er macht es konkret und sagt, es geht darum, um das Elternehren. Ihr habt verfügt, dass ein Mann sagen kann, das, liebe Eltern, was euch zusteht, möchte ich lieber Gott spenden, sprich den Tempelschatz zu führen. Will ich für den Tempel geben. Und da gibt es auch eine ganz einfache Formel, dass man sozusagen ein Eid spricht und damit letztlich den Eltern das, was ihnen nach dem vierten Gebot oder nach dem biblischen fünften, wenn wir es genau nehmen, nämlich der Elternehre, das, was den Eltern zusteht, damit nehmen kann und dem Tempel versprechen. Also, interessanterweise geht es nicht darum, dass ich das den sozusagen den Eltern jetzt sofort wegnehme, sondern ich darf es noch verwenden. Gebe es nach dem Tod der Eltern bewusst dem Tempel. Bin aber dadurch nicht verpflichtet, es vorher für die Eltern zu verwenden. So ein Winkelzug, so nach dem Motto, ja, wir geben es ja schließlich für die Sache Gottes. Und damit kommt die Eltern hinten an. Und Jesus argumentiert aber genau andersrum und sagt, Moment, was tut ihr hier eigentlich? Ihr behauptet, etwas für Gott zu machen. Ihr habt ein Gebot geschaffen als Menschen, das wieder das vierte Gebot handelt. Wieder das Gebot der Elternehre. Und hebelt dieses Gebot aus und sagt, dieses Gebot gilt nicht mehr, wenn man das Ganze Gott zugute kommen lässt, sprich dem Tempel. Aber wäre eben gerade nicht den Willen Gottes zu erfüllen, dieses Gebot zu erfüllen? Ihr habt sozusagen ein Hintertürchen geschaffen, um Gottes Wort, Gottes Willen außer Gefecht zu setzen. Ein Hintertürchen, um irgendwo, ja, ein Stück weit euch nicht mehr dran halten zu müssen.
scheint mir manchmal, wie in heutiger Zeit viele sagen, naja, es muss doch nur sinngemäß sein. Man muss den Sinn des Ganzen, und in der Liebe ist sowieso alles erlaubt. Hauptsache, du liebst und dann kannst du machen, was du willst. Aber das stimmt eben auch nicht so ganz. Es gibt klare Regeln und das ist die große Spannung, in der wir eigentlich sind. Jesus macht sich tatsächlich an den ursprünglichen Geboten des Alten Testamentes fest und sagt, es ist nicht die mündliche Überlieferung, es ist nicht das, was ihr daraus macht, es ist nicht das, wo ihr euren eigenen Willen und euren eigenen Vorteil sogar noch daraus zieht. Er nennt sie deswegen auch Heuchler. Weil sie mit ihren Menschenworten, ihren menschlichen Geboten beginnen, Gottes Gesetz auszuhöhlen. Wir haben das auf wunderbare Weise ja durchaus auch in unserem Glauben, dass man durch hohe Theologie beginnt zu sagen, ach na ja, das ist nicht wichtig und das ist nicht wichtig und das brauchen wir nicht und jenes brauchen wir nicht. Das ist ja nicht authentisch und das ist nicht authentisch und maßen uns an, letztlich darüber zu entscheiden, was Gott gesagt hat und was nicht. Und am Schluss eigentlich ziehen wir uns nur selbst aus der Verantwortung. Klingt ein bisschen verrückt, aber es passiert eigentlich ganz, ganz häufig. Da, wo wir Gottes Wort nur noch sinngemäß nach Menschensinn auslegen und nicht mehr danach fragen, ist es wirklich Wort des lebendigen Gottes und heißt das nicht manchmal auch in unserem Leben eine Zumutung? Ja, ist es. Jesus bringt uns dahin und sagt, ja, deswegen gehen sie ins Verderben. Weil ihnen oft das Machbare und das Praktische und das, was ihnen mehr nützt, wichtiger wird als das, was Gottes Wille ist. Das ist eine Schwierigkeit, klar. Das ist auch ganz logisch, dass davon die Pharisäer nicht begeistert sind. Denn sie sind stolz auf ihre hohen Schulen, auf ihre herausragenden Köpfe. Sie sind stolz auf ihre mündliche Überlieferung, gerade auch weil in diesem Drumrum letztlich sie eine gewisse Sicherheit finden. Und weil in diesen Schulen man eben auch Spitzfindigkeiten durchaus findet. Wenn Sie heute nach Israel fahren und schauen, wie kreativ man mit dem Sabbat umgeht, also interessanterweise über Wasser darf man sozusagen, oder beziehungsweise übers Wasser fahren darf man, aber mit dem Auto fahren ist Arbeit. Deswegen gibt es Juden, die sich also durchaus ein Wasserkissen unter den Hintern schieben beim Autofahren, damit sind sie ja eigentlich auf dem Wasser unterwegs. Also, aber wir merken, das sind so Haarspaltereien, wo man versucht, mit menschlichen Geboten etwas Göttliches außer Kraft zu setzen. Dieser Umgang mit den Geboten ist auch für uns als Christen eine Herausforderung. Mit diesen Forderungen des Alten Testaments, das gebe ich ganz ehrlich zu, und wir müssen da sehr vorsichtig sein, jetzt alles wirklich wortwörtlich umzusetzen, wäre die größte Katastrophe. Aber letztlich es zu achten, es zu ehren und nicht jetzt einfach Jesus davon weg auszuspielen, das wäre sofort das Falsche, was wir tun. Jesus auf jeden Fall zeigt klar Kante, stößt damit diese Leute vor den Kopf, liefert ihnen Munition. Das geschieht auch, wenn wir klare Kante zeigen. Und ich denke, es ist wichtig, das zu tun. Himmlischer Vater, wir mögen es nicht, wenn wir in Situationen geraten, wo wir klar bekennen müssen und wo wir uns auch antastbar, angreifbar machen. Und doch, wenn wir erkennen in deinem Wort, was wirklich wahr ist,
geht es manchmal gar nicht anders. Gib uns dann Mut und Klarheit. Auf der anderen Seite aber auch eine große Liebe zu denen, die uns da anfragen und die uns auch angehen. Dass wir nicht um uns schlagen wie tollwütige Hunde, sondern dass du uns dann mit deinem Geist die rechten Worte und die rechte Weisheit gibst, wirklich auch in Liebe zu sprechen. Nicht alles gleich zu machen, nicht alles aufzulösen, sondern klar und deutlich, aber in Güte und Liebe. Das können wir nicht alleine, da musst du uns helfen. Denn wir wollen ja zu dir stehen. Wir danken dir, dass du uns dabei unterstützt. Amen. So wünsche ich Ihnen heute, dass dieser Tag für Sie gelingt und Sie Gott in diesem Tag finden.